Ich glaube, das könnte ein sehr schöner Tag werden. Deshalb ziemlich genau, dass wir eine Woche unterwegs sind. Das Ding bringt nicht nur Regen, sondern auch ordentlich Wind wahrscheinlich. Er hat uns voll erwischt. Wir fahren mitten durch. Es gibt kein Zurück mehr. Seemeilen nach Indonesien. Sehr spannend auf jeden Fall, was uns da erwartet. Ich pack es nicht. Oh mein Gott. Ey, ich könnte heulen, so schön ist das. Wir haben ein Riesenproblem. Was ist da drinnen? Begleite uns auf dieser Segelreise von Polynesien nach Indonesien. Nonstop, einmal um ein Viertel unseres Planeten. Guten Morgen zu diesem neuen Tag, zu Tag 8 mittlerweile oder auch dem 7. vollen Tag, also der ersten geglückten Woche dieser Pazifiküberquerung. Und zwar heute mal mit Wind. Wie man hinter mir sieht, machen wir mega gut Fahrt. Wir sind gerade so mit 6 bis 7 Knoten unterwegs auf einem Amwindkurs und das tut richtig gut. Wir hatten die ganze Nacht jetzt hat ganz gut Fahrt. Das Boot ist sehr ruhig und wir konnten gut schlafen. Das war echt sehr angenehm und das Gefühl, Strecke zu machen, tut auch richtig gut. Und jetzt geht gerade die Sonne auf. Und ich glaube, das könnte ein sehr schöner Tag werden. Blauer Himmel, ein paar Wolken sind zwar da, aber die verschwinden, glaube ich, bald. Und dann starten wir hoffentlich in einen konstanten Segeltag hinein. I wonder if you'd stay if you knew the things I've kept away. I wonder what you'd do. Would you charge me with your hate? You never really knew if you knew the things I've kept away. So, die Angel ist auch draußen, da wir jetzt wieder Fahrt machen. Könnte das jetzt auch mal wieder klappen, oder was heißt wieder, könnte jetzt mal klappen. Da der Wind jetzt so konstant ist, holen wir doch das Großsegel raus und dann machen wir auch richtig Fahrt und holen vielleicht ein paar verlorene Meilen wieder ein. Heute schmier ich mich wieder ein, damit ich nicht wieder nur verbrenne. Wenn man das nicht jeden Morgen machen würde, hätte man einfach nach dieser Reise irgendwie Hautkrebs oder so. Also man ist ja schon immer ganz schön der Sonne ausgesetzt. Also gerade den Track überprüft und geschaut, wie viele Seemeilen wir schon haben. Und das ist jetzt halt ziemlich genau, dass wir eine Woche unterwegs sind. Genau 7 Tage. Man schaut drauf und es sind Punkt 800 Seemeilen, die wir zurückgelegt haben, also 800,0. Das würde ich sagen, war ein Punkttreffer, ein Punktankommen. Der Sonnenschein ist wahrscheinlich gleich vorbei, denn hier kommt eine riesige Regenfront auf uns zu. Man sieht hier schon, wie das da runterpfeffert und die kommen richtig schnell näher. Ich glaube, wir kommen jetzt nicht voll ins Zentrum rein, wir schrammen so ein bisschen dran vorbei.
Aber wir werden auf jeden Fall gleich nass und man sieht da hinten auch schon das Meer, wo keine Sonne mehr drauf scheint, was im Schatten liegt. Es trifft jetzt in jedem Moment auf uns zu. Also Luken schließen, alles reinräumen, was nicht nass werden darf. Und dann brace for impact. Hier ist direkt der Wind am Gas geben. Also hol mal noch schnell die kleine Fock ein und machen die große Fock ein bisschen kleiner. Dann haben wir nicht so eine Angriffsfläche und überleben diesen Squirrel hier eher. Sieht ganz schön düster aus. Vince rollt jetzt quasi das große Vorsegel einmal zur Hälfte auf und lässt dann die andere Hälfte noch aushängen. So ist es halb so groß und wir haben weniger Angriffsfläche. So, nach circa 20 Minuten sind wir auf der anderen Seite. Wir haben tatsächlich ziemlich Glück gehabt. Wir sind nämlich genau zwischen zwei Regenfronten so durchgerutscht. Heißt, wir haben gar nicht so viel Regen abbekommen, auch nicht so viel Wind. Und jetzt wird es hier auf der Seite schon wieder blau. Mal schauen, wie lange sich es anhält. Man sieht auch schon wieder andere große Wolken. Also denke ich mal, wird es nicht der letzte Squirrel sein heute. Fock habe ich gerade schon wieder ganz rausgeholt. Wir haben hier dort auch nur noch 8 bis 10 Knoten Wind. Machen trotzdem ganz gut Strecke. 5 bis 6 Knoten fahren wir gerade. Hoffentlich nimmt der Wind jetzt gleich wieder ein bisschen zu. Wir haben seit gestern kein Brot mehr. Deshalb versuche ich mich jetzt daran, eins zu backen. Wir haben ganz nices Vollkornmehl gekauft und Hefe. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Da sind f***ing Käfer drin. Wo? In dem Mehl. In dem neuen Mehl? Ja. In dem Biomehl? Ja. So, Teig ist fertig. Der bleibt jetzt hier für eine Stunde oder so, bis er die doppelte Größe hat. Und jetzt mache ich mich noch an den Abwasch. Der muss auch noch gemacht werden. Das dauert mir zu lang. Zum Glück kann ich das. So, keine Stunde nach unserem letzten Squirrel steht auch schon der nächste vor der Tür. Und diesmal schaut es aus, als würden wir wirklich komplett rein geraten. Also ab durch die Mitte heißt. Tim holt gerade schon das kleine Segel wieder ein. Gleiches Spiel. Segelfläche vermindern, weil das Ding bringt nicht nur Regen, sondern auch ordentlich Wind wahrscheinlich. Ja. Oh, schon ärgerlich. Wir hatten noch nie so eine Überfahrt mit so vielen von diesen kleinen Mini-Stürmen. Aber wir haben jetzt wirklich jeden Tag so 2, 3, 4 davon und auch in der Nacht immer wieder. Aber hilft nichts. Ganz schön kalt hier jetzt. Es kühlt dann auf einmal so von 38 Grad auf gefühlt 16 Grad ab. Er hat uns voll erwischt. Wir fahren mitten durch. Es gibt kein Zurück mehr. Go. 20 Knoten Wind. Geht schon los. Ernst!
Tada! So, Brot Nummer 1 ist fertig. Das zweite ist auch gleich drin. Ich habe nämlich Teig für zwei gemacht und ja, haben wir gleich Brot für die nächsten, keine Ahnung, 5 Tage vielleicht? Nee, 2. Vielleicht. So, ich hoffe, das hält gut zusammen. Das ist nämlich immer so ein bisschen tricky am selbstgebackenen Brot, dass die Scheiben da nicht so komplett zerfallen. Immer mehr habe ich das Gefühl, dass die Tage ineinander verschwimmen. Ich kann echt ganz schwer zuordnen, an welchem Tag was passiert ist. So, ich könnte auch nicht sagen, vor wie vielen Tagen der Oxley gerissen ist. Das als 3 oder 4 Tage waren, keine Ahnung. Wahrscheinlich waren es 3. Es sind 2. 2? Vor 2 Tagen. Okay, ja. Also man sieht schon, dass die Ereignisse verschwimmen so miteinander, die Tage fühlen sich relativ gleich an. Auch deswegen finde ich es sehr cool, dass wir hier dieses Tagebuch machen, dieses Videotagebuch, und um auch selber so einen Überblick davon zu behalten. Wir werden uns das sicherlich nicht super oft anschauen, aber ich stelle mir das so vor, in 5 Jahren oder so schaut man sich diese Überfahrt an und geht halt jeden Tag nochmal so im Einzelnen durch. Und das ist auch für uns, glaube ich, sehr wertvoll. Eine wertvolle Aufzeichnung dieser Geschehnisse, die hier passieren. Wenn dir die Videos der Überfahrt auch gefallen, dann lass uns doch auf jeden Fall ein Abo da und like dieses Video. Das unterstützt uns auch immer sehr. Der nächste! Mann, ey! Also, wir hatten das jetzt der 5. von diesen Mini-Stürmen, der jetzt allein heute über uns rüberfegt. Wir hatten echt noch nie so viele von diesen Dingern. Das ist schon echt nervig. Das ist so unnötig. Das ist schon voll unnötig. Vor allem ist es nicht. Laut Vorhersage gibt es die nicht. Und die Vorhersage ist einfach komplett inkorrekt. Schon sehr blöd. Oh, ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Dinger. Ich will einfach konstanten Wind, Mann. Ja, das ist aber jetzt ganz okay aus. Also man sieht noch keinen neuen, aber vielleicht kommt ja auch gleich sofort. Ja, man sieht noch keinen neuen. Das sieht gerade erstmal legit aus. Oh, Mann. Vielleicht war das jetzt so eine Anhäufung von Squirrels, die kamen so in der Gang. Du meinst, die haben es jetzt geschafft? Eine Squirrel Gang. Jetzt kommt wieder eine Good Weather Gang. Ja. Vielleicht sind Squirrels soziale Wesen wie wir. Schau es, wir labern schon einfach so. Was labert der? Wir sind Scheiß. Was labert der? Rührei. Die erste Dose dieser Überfahrt. Ich weiß auch nicht, was mich da gerade zu getrieben hat, aber irgendwie hat sich da gerade Bock drauf. Und das Linsen? Geil. Schmeckt eigentlich geil. Die erste Dose von vielen Dosen, die wir noch essen werden, denke ich mal. Ja. Aber bisher haben wir es gescheut, die Dosen anzufassen. Aber noch machen Dosen Spaß, weil es so, man hat die lange nicht mehr gegessen. Man isst die halt immer nur auf Überfahrten. Oder wir essen, ja. Ja, wir essen die nur auf Überfahrten. Noch schmeckt's. Ich hab da jetzt eigentlich auch nichts dagegen. Und ist praktisch. Ja. Das ist so unser, wie wir es eigentlich ganz oft machen. Einfach so Dose auf, Wasser abgießen, rauslöffeln. Ja. Mein Abendessen. Muss nochmal nicht zu Abendessen. Ich glaube, ich bleib beim Brot. Wir haben das frisch gebackene Brot. Wir beenden das Video heute ausnahmsweise mal hier drin und nicht draußen, auch wenn draußen das Wetter jetzt wieder sehr schön ausschaut, aber der Wind macht es einfach zu geräuschvoll. Ja, das versaut immer den Ton. Ja, das Wetter hat sich auf jeden Fall krass verändert. Und zwar kam jetzt hier so eine Front drüber gefegt, also eine klare Kante. Und da ist es jetzt noch düster und da ist es jetzt schon einfach, alles ist eigentlich blau. Blau und wieder so gleichmäßige kleine Wolken. Also so wie so, wie heißt es, Passatwolken? Ja genau, es sieht sehr gut aus. Genau, es sieht sehr gut aus. Und es scheint so, als hätten wir jetzt diese Squirrel-Front da hinter uns gelassen, die wir heute den ganzen Tag über ja hatten. Also jetzt perfekt zum Sonnenuntergang hat es irgendwie das Wetter aufgeklärt, was sehr nice ist. Und wir haben gerade einen 8,5 Schnitt, also 8,5 Knoten pro Stunde. Das ist mega gut. Wir machen richtig Fahrt. Ja, also
wenn wir das jetzt mal so ein paar Tage halten, super alles. Und dann kommen wir hier ja mal richtig voran. Wäre cool, wenn dieser Wind sich jetzt einfach mal hält. So. Ja. Laut Vorhersage tut er das. Aber die war bis jetzt nicht so akkurat. Also Leute, das war's wieder mit dem Video für diesen Tag. Wir sehen uns im nächsten. Genau. Wir sehen uns morgen. In 2 Tagen. Bei euch übermorgen. Ja. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Tja, ich hab's heute schon mal gesagt. Unbedingt. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und einen Kommentar, wenn ihr uns was mitzuteilen habt. Ja. Dann. Peace. Ciao, bis zum nächsten Mal. Einen guten. Wir haben 1001 Seemeilen geschafft. Oh mein Gott! Fisch! Der erste Fisch hängt an der Angel, Leute! Yeah. Yes, sir. Und erster Thunfisch!